Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei meiner Werkstatt. Seit der letzten Folge, also seit der ersten, hat sich nicht viel geändert. Denn ich bin immer noch im Tutorial, wie da oben steht. Und ja, mein Mannequin arbeitet fleißig vor sich hin. Die andere Person, die macht hier oben ein kleines Nickerchen. Da ist der Akku auch bald aufgeladen. Aber ich glaube, ja, ja. Ja, nein, okay, wir haben letztes Mal hier die Kaffeemaschine bestellt. Wir haben den, man könnte fast sagen, hier Picknicktisch bestellt. Ja. Und es wird hier fleißig gearbeitet. Ich habe im Moment 15.000. Und hin und wieder kriege ich dann mal einen Anruf von Steve. So heißt der Typ dann, der uns immer anruft. Im Moment auf jeden Fall. Und ja. Von Steve kriegen wir halt Aufträge. Meine ersten Aufträge von Steve waren halt ein Garten oder mehrere Gartenzwerge muss ich hier stellen und Regale. Und die Regale waren halt wohl für die Gartenzwerge, die dann halt da drauf stehen. Wobei Regale in der Wohnung, ja, aber im Garten, naja, egal. So, es müssen hier 5 Regale hergestellt werden. Von 80 cm und da ist die Schlafmütze. So, was macht die Schlafmütze jetzt? Sie nimmt sich etwas Holz, geht damit hier zur, das ist ja nicht die Werkbank, das ist meine Montagestation, hier wird das ja genannt. Wo die halt dann schön fleißig arbeiten können. Im Moment gucke ich das hier ganz normal in Ruhe zu. Und im Moment haben wir ja auch nur 2 Leute. Und dann nach und nach werden es immer mehr Leute. Immer 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Immer mehr. Und dann gibt es nach und nach immer mehr Räume. Wenn ich jetzt die Kamera weit wegfahre, dann sehen wir hier, da ist eine Tasse Kaffee. Hier sind Bleistifte. Hier wurden halt ein Haus gemalt. Hier ist ein Modell von einem Haus. Das ist Klebe. Bisschen Holz, hier ist eine Tafel Schokolade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sogar 8 Würfel sehe ich hier im Moment. Noch eine Tafel Schokolade. Klebeband, was zum Abmessen, wie lang der Tisch ist oder sowas. Ein Locher von den Lochis. Ja, hier ist das Telefon. Und noch mehr Würfel Schokolade. Okay, eine Tube Klebstoff nehme ich mal an. Und noch ein paar. Oh, hier, da stand mal was. Ist übergelaufen und so weiter. Tischtennisschläger, ein Tastenrechner sogar mit einer Zahl drauf. Moment. 0, 7, ne? 7, 3, 4. Okay, Kalkulator, ja. Sowas habe ich auch auf dem Handy. Ein Ejakulator, ein Koko-Dingsbums. Ja, eine Schere. Und da wurde ein Haus gemalt. Gut. Das, keine Ahnung, wer das ist. Alles klar. So, meine Leute, die arbeiten hier. Was ist denn das für ein Ding? Wasserspritzpistole? Nein. Klebestoff wird, nehme ich mal an. So, ach, die Kleine hier, die macht Pause.
Das ist ja interessant. So, ich soll ja noch mehr Gegenstände in den Pausenraum packen. Was haben wir denn da? Ich würde mal sagen, hier diesen Schneckautomaten, ne? Der ist aber ziemlich teuer, aber na gut. Dann stelle ich den doch mal. Wie stelle ich den denn hin? Ich würde sagen hier. So. Dann gehe ich auf. Moment. So. Bestellen. So. Er hier schleppt das da rein. Er schmeißt das weg. Alles klar. Das ist über. Das kennt man ja, ne? Von Ikea. Wenn was über ist, einfach wegschmeißen. Man braucht das ja dann nicht mehr. So. Und hier Big Daddy kommt mit dem Schneckautomaten an. Wollte ich mal Hallo sagen? Nein? Hm. Faule Säcke. Oder so. Ja. Er macht das Zusammenzimmern. Wow. Und schon fertig. Was gibt's denn da Schönes? Hubala, die Kamera. Hm. Alles klar. So. Kaffee. Da sind noch Blumen auf dem Tisch. So, ich kann das Holz liefern. Das ist toll. Ah, gedrückt halten. So. Ein LKW ist auf dem Weg. Didit. So. Da kommt einer. Guck dich erstmal ein bisschen um hier. Überleg sich erstmal. Mhm, ja, gut. So. Und die helfen schon mal mit hier. Er nimmt sich dann auch ein Regal. Okay, die sind ziemlich schwer. Man kann nur eintragen. Halleluja. So, rein da hinten. Und wenn es eingepackt wird, dann sieht man auch wieder Wagen wackelt hinten. Das ist toll. So, hier ist noch die zwei. Irgendwie die Tante Erna und keine Ahnung. Wer das da immer ist mit der Mütze. So. Ja, der Hahn gerät. Ein neuer Tag beginnt. Für den Hahn. So, und wieder ein Telefon. Ja. Zwerge und Regale. Ich denke, das reicht erstmal. Ich komme auf dich zurück, wenn ich was brauche. Du solltest dich auf dem Markt umsehen. Dort suchen viele Leute Waren. Tschüssi! Nutze den Markt, um Arbeit zu finden. Okay, hier ist Mark. Den mag ich hier gar nicht. Aha. Was haben wir denn da? Sandkasten-Kit. Was ist, diese Tags geben dir einen Überblick über die nötigen Produkte. Hier siehst du den aktuellen Preis und die aktuelle Nachfrage. Der Preis geht ein bisschen hoch. Okay. Dies sind die Eigenschaften, die du übertreffen musst, damit das Produkt akzeptiert wird. Aha. Okay. Alles in allem ist das Produkt nicht gut geeignet. Die Nachfrage ist gering, der Preis durchschnittlich und du brauchst einen neuen Plastikarbeitsplatz dafür. Hier leuchtet es da auf. Dieses Produkt ist leicht herzustellen.
Die Nachfrage ist groß. Ja. Und die Bezahlung ist okay. Viel besser als das vorige. So, meinst du? Okay. Verstanden. Beginne den Plan für dieses Projekt. In Ordnung. Eine Hundehütte. Produktionsprozess entwerfen. Hier ist ein Fragezeichen. Also. Topper-Dekos. Deko, Deko, Deko. Jetzt muss ich da, jetzt klingelt das, also da, Holz. Dann hier. Muss ich den auch da verbinden? Deko. Der wird da verbunden. Lege die Zielmenge auf 7 fest. Warum? 5, 6, 7. Oha. 7. So. Na gut. Warum auch immer 7 es sein müssen. Infiziere deine Arbeitsplätze. Es wird eine Weile dauern, diesen abzufließen. Ja. Reparieren und nein, ich will nichts reparieren. Das ist doch noch okay. Bestelle noch eine Montagestation. Warte mal. Was kostet die denn jetzt hier nochmal? 2800? Ich habe 16.000. Was ist, wenn ich jetzt noch ein bisschen warte? Warte mal, hier bei Deko ist auch noch nichts frei. Ich meine, ich muss das ja nicht sofort bestellen, oder wie sehe ich das hier? Oder wird dann schneller gearbeitet, wenn ich 2 Stationen habe? Hm. Okay, mal gucken. Ich kann halt dann, wenn nächstes Mal was kommt, irgendwie warten. Noch eine Montagestation. Okay, die mache ich dann hier gegenüber. So. Bestellen. Und dann soll ich hier wieder inspizieren. Warum denn das? Und dann geht es, dann ist hier. Teile dieses Objekt auf. Aufteilen. Okay, 3. Verschiebe einen dieser Aufträge in die neue Werkbank. Aha. Pfeil. Hier. So, nun. Okay, Eintrag zu anderen Arbeitsplätzen oder anderen Falltafeln verschieben. Okay. Mhm. Stelle einige Arbeiter ein. Moment. Doris Ziegler oder Lisa Schäfer? Aha. Zeige oder verstecke
Bedias in der Liste. Okay. Rekrutieren 150, wow. Aha. So. Jetzt ist der Durstziegler doppelt. Plums. Okay. So, jetzt habe ich eine Frau mehr. So, sieht so. Hallo. Sieht auch so aus, aber egal. So. Er steigt ja wieder hinten ein und fährt wieder weg. Hi, hallo. So, da kommt der nächste LKW. Ja, schwer das Paket, ne? So, das ist ja auch eine große Werkbank hier, also. Ja, tschüssi. Bis zur nächsten Lieferung. So. Die hier. Die setze ich dahin. Okay. Macht jetzt mal eine kleine Kaffeepause. Ein Mann und zwei Frauen arbeiten hier. So, unten in grün links habe ich jetzt 28 Taler. 39 Taler. 96 Taler, wird immer mehr. Ja, die will Kaffee haben. Akku ist leer. Dann trink mal deinen Kaffee, Latte oder was du da hast. Oder Kakao von mir aus. So. Oh, es klingelt. Wer ist da? Ja, ich komme. Was ist denn, Steve? Was für ein Desaster! Deine Zwerge sind schon ausverkauft und ich brauche sofort mehr. Ich zahle alles. Ja, dann gib mir mal 1 Million. Okay, Doki, er will mehr Gartenzwerge. Hier haben wir jetzt im Moment alles geschlossen. So, mal gucken, dann gehe ich erstmal hier. Produktionsplan. Okay. Das waren die Hölzer. Haben wir hier noch genug Holz hier? Verbinde ich mit der Werkbank. So. Die. Bündel. Was heißt denn Bündel? Kriegen wir ein ganzes Bündel oder wie? Er braucht mehr. Ja, was heißt mehr? Wie viel mehr? Okay, da kann ich nichts ändern. Na dann.
Dieses Produkt muss priorisiert werden. Drücke den Prioritäts-Button. Tütüt. Produkt zur Hauptpriorität machen. Aha. Okay. Gut, da muss man dann gucken jetzt, was geht nach Zeit und was vielleicht nicht. Oder was hat mehr Zeit? Okay, ich habe oben im Moment 13.000. Hi. Schöner Tag, ne? So, da gibt es Holz, da sieht man schon die, hätte ich fast gesagt, die Kuckucksuhr, aber da ist eine Hundehütte. Im Moment reicht der Platz da gerade so aus, ne, wie es aussieht. Für die Gartenzwerge und die Hundehütte. So, er bringt ja noch mehr Holz. Kollege. So, und sie holt auch noch mal Holz heraus. Hi. Du könntest auch mal eine Pause machen hier. Der Akku ist wieder alle. Gartenzwerge sind jetzt fertig, die Hundehütte. Ach ja, heute kann ich sogar eine Stunde länger spielen als sonst. Also. Denn heute wird die Uhrzeit wieder um eine Stunde zurückgestellt. Ist aber noch nicht so weit, dauert noch. Hi, über was unterhaltet ihr euch da? Über den Arbeiter? Ihr seid glücklich, ne? Das ist toll. So, und sie stellt dann wieder einen Gartenzwerg dort ab. Ist das schön, ne, hier bei einer Tasse Kakao und keine Ahnung, vielleicht noch Spekulatius oder so. Ja, das ist doch schön. Kakao und Schokolade oder Spekulatius, Lebkuchen. Ja, gut kann man arbeiten, würde ich mal sagen. Ah, die Gartenzwerge sind ja gleich fertig hier. Oh, die Werkbank, die... Moment. Reparieren. Reparatur geplant. Alles klar. Ah ja, okay. Hm.
Ihr könntet einfach mal die Kaffeepause da beenden und dann wieder herkommen, weiterarbeiten. Ja, Reparatur geplant. Und wann ist sie geplant? Macht das einer von denen da? Nicht am Handy gucken, ihr sollt arbeiten. So, Moment, ich mache hier mal den. Ah ja, er macht das, alles gut. So. Das kann da die Gartenzwerge abgeholt werden. Müsste da noch mal die Fläche vergrößern, ne? Damit die mehr arbeiten abliefern können. Im Moment ist es ein bisschen eng, da würde ich sagen. Aber gut, dann kommt jetzt die Hundehütte dran. So, da kommt Mr. Bambini. So, Hundehütte wird hingestellt. So, der Hahn. Hi, hallo. Ja, dann mach mal eine Kaffeepause. Dum, die dum, die dum, dum, die dum, dum, die dum. So. Rein da. Hello. Hallo, wie geht's? Jetzt kommt dann die nächsten Hundehütten dran. Zwei, drei, vier, fünf stehen da und fünf ist auch zu sehen, das ist gut. So, er holt erstmal die letzten Gartenzwecke noch ab. Und weg damit. Du kannst deine Kundenbeziehungen hier einsehen. Okay, dann machen wir das mal. Was aktuelle Fortschritte, da muss ich hin. Ja, ja, bekannt, ich weiß. Produktionsbeispiele. Okay, da ist noch so eine Art Trommel oder was mit der Sonne, ein Grill oder was das sein soll. Okay, guti. So. Ja, die Einblendung da oben ist toll. So, jetzt lasse mal einen kleinen Tick schneller laufen. Kappa, kappa. Das heißt wohl Kaffee, Kaffee, Kaffee. Hat sich was von Nassen geholt. Okay. Vielleicht ein Maras, ein Riegel hier oder was auch immer. Okay. Ja. Moment. Angebot zeigen. Was mein Projekt abgeschlossen und so weiter. Abholung aller Pro. Ja, hier. Liefern. Ich liefere das Ganze natürlich. So, jetzt kann ich auch dann hier gucken. Ich habe gerade die Lieferung mit den geschnitzten Holzzwerg bekommen. Die sehen super aus. Die Leute starren schon, während ich sie noch auspacke. Hoffentlich können wir diese Zusammenarbeit fortsetzen. Und ich habe die Bezahlung erhalten, 2100 Erfahrung und ja, erhalten 1550.
Gut, was das auch echt sein soll. Sieh dir deine Ziele und Fortschritte hier an. Ja. Ich glaube 13 hatte ich, jetzt habe ich bis 15.000, genau. So, das wird noch geliefert hier. Das mache ich noch. Ich lasse das mal kurz hier laufen. Tippidi, tippidi, tipp. So. Rein da. In den LKW. Und gute Reise. So. Plus 3.000 nochmal. Jetzt habe ich 18.000. Okay, dann halte ich mal hier die Zeit an. Bam. So, 13.10 Uhr. Und dann bedanke ich mich fürs Gucken. Und ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend oder was auch immer. Bleibe oder werde gesund. Und dann geht's ja nächstes Mal wieder rund bei Likea. Mach's gut. Bye, bye.